Herzlich willkommen zum MTT Young Leader Award 2011. Heute feiern wir. Wir feiern Sie. Sie, verehrte nominierte Studierende, in der ersten Reihe sitzend, teamweise in der wunderschönen Tonhalle. Sie haben Großes geleistet. Sie haben sich Respekt erarbeitet und verdienen Respekt, unsere Hochachtung. Sie dürfen stolz sein. Wir feiern Sie, liebe FHS-Studierende, in allen Praxisprojektprogrammen. Etliche sind hier auch im Saal und Sie stehen den Nominierten, den Besten, wenig nach. Wir feiern Sie, liebe Coaches. Sie haben unsere Studierenden fachlich zu Höchstleistungen getrieben, haben sie motiviert. Sie sitzen nun auch mit den nominierten Studierenden in den ersten Reihen. Toll. Und wir feiern Sie, FHS-Dozierende. Sie haben als Lehrkraft das theoretische und methodische Rüstzeug unseren Studierenden mitgegeben, das sie heute abräumen können. Mein Kompliment. Wir feiern Sie, liebe Leute aus Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung. Sie geben unseren Studierenden immer wieder die Chance, mit ihnen auf Augenhöhe arbeiten zu dürfen und von ihnen lernen zu können. Einige haben das so gut gemacht, dass sie heute mit den Studierenden in der ersten Reihe des WTT Young Leader Awards sitzen. Ich bin Ihnen allen sehr dankbar. Wir feiern Sie, liebe Familien, Partner, Partnerinnen, der nominierten Studierenden. Sie haben Ihren Liebsten offenbar das Umfeld und die Energie gegeben oder gelassen, dass diese heute voll durchbrennen konnten. Auch Sie herzlich willkommen hier am MTT Young Leader Award. Und wir feiern Sie, liebe Politikerinnen, Politiker. 4 Regierungsräte in der ersten Reihe sitzen, gleich hier. Kantonsräte hier auf der rechten Seite. Sie unterstützen das Praxismodell, das Praxisprojektmodell der FHS St. Gallen. Das heißt, mehr Macher und weniger theoretische Warmluftbläser in unseren künftigen Unternehmensleitungen. Heute sind Sie alle da. Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Lehre, Studierendenschaft. Und alle sollen Sie heute zu Wort kommen. Fangen wir mit dem bald höchsten St. Galler an. Vor einem Jahr sagte ich, in rund 700 Tagen bewohnt er das ab Boden höchstgelegene Büro der Stadt. Höher als jenes des Stadtpräsidenten, welcher auch hier unter dem Publikum sein sollte. Heute, ein Jahr später, muss er immer noch 700 Tage warten. Wie das? Er ist ein weiser Mann und wird dieses Rätsel gleich selber hier auflösen. Denn er führt eine Fachhochschule für angewandte Wissenschaften mit 3000 Studierenden und 400 Mitarbeitenden. Er ist Rektor der FHS St. Gallen. Herzlich willkommen, Professor Dr. Sebastian Wörwag. Geschätzter Herr Regierungsrat Wirth, geschätzter Herr Landermann-Fessler, geschätzter Herr Seckelmeister, Herr Regierungsrat Frey, geschätzter Herr Stadtrat, geschätzte Vertreter aus Kantonen, aus Gemeinden, liebe Ehrengäste, liebe Preisstifter, liebe Vertreter der Auftraggeberschaft für den Young Leader Award 2011 und liebe Vertreter der künftigen Auftraggeberschaft, die also auch noch werden können, vielleicht das nächste Jahr. Liebe anwesenden Studierenden, liebe Eltern, Freunde, Mitarbeiter der Fachhochschule St. Gallen, mir ist es eine große Freude, Sie heute Abend hier zum Young Leader Award 2011 begrüßen zu dürfen.
Ich muss ein Rätsel auflösen, bin gerade ein bisschen überrumpelt. Also was sicher nicht stimmt, ist, dass ich der höchste St. Galler bin. Wir sind gerade im 12. Stockwerk. Wenn ich jetzt einziehen würde, dann wäre das etwas ein kühles Unterfangen, vor allem im Hinblick auf den Winter. Aber in der Tat, das Gebäude, das ja da am Bahnhof gebaut wird, hat sicher eine gewisse Ausstrahlungskraft. Und wir freuen uns natürlich, auch wenn es etwas später wird, es sind nicht mehr ganz 700 Tage, aber wenn es etwas später wird, das dann sicher in Bälde beziehen zu können. Der liebe Freund Dieter Heller hat mir gerade gesagt, so bleibt die Vorfreude auch länger, wenn man den Zügeltermin auch ein bisschen weiter hinausschiebt. Was ist, geschätzte Anwesenden, ein Mensch, der vieles besser weiß, aber das, was er weiß, nicht der Praxis auf den Prüfstand gestellt hat? Man nennt so einen Menschen einen Besserwisser. Die Fachhochschule St. Gallen, das kann ich Ihnen versichern, werte Anwesenden, bildet keine Besserwisser aus. Die Fachhochschule St. Gallen bildet junge Studentinnen und Studenten aus, welche sich als angehende Fach- und Führungskräfte in der Wirtschaft mit Wissen und mit Praxis, mit Erfahrung und mit Kompetenz bewähren sollen. Dass sie das können, braucht es auch während dem Studium Anleitung. Ein Teil dieser Anleitung in Richtung von Praxisorientierung sind die Praxisprojekte, welche im Fachbereich Wirtschaft im Rahmen des WTT Young Leader Awards einmal im Jahr auch ausgezeichnet werden. Drum sind wir heute da. Die Erfahrungen, die dort gemacht werden, sind genau eben diese, dass es doch wirklich diesen feinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis gibt, der wohl auch fruchtbar gemacht werden kann, für die Praxis wie für die Theorie. Es sind aber auch andere Erfahrungen, die so eine junge Studentinnengruppe sammeln kann, und wahrscheinlich die anwesenden Studierenden könnten das bestätigen. Beispielsweise die Erfahrung, dass man in einem Team einen Teamspirit entwickelt, wo von einer Gango-Haltung zu einer Let's-Go-Haltung sich entwickelt. Also nicht delegieren, sondern miteinander unternehmen. Welche auch die Erfahrung macht, dass Erfolg nicht nur immer persönlicher Erfolg ist, sondern Erfolg darin liegen kann, andere zu Erfolg zu führen. Wir hoffen, Sie als Auftraggeberinnen und Auftraggeber zum Erfolg in gewissen Fragestellungen haben führen können. Aber auch die Erfahrung, dass zwischen Erfolg und Misserfolg oftmals nur ein kleiner Unterschied ist. Ob man sich quasi als Adler in die Höhen des Erfolgs schwingen kann oder vom Auftraggeber als Suppenhuhn gekocht wird. Das sind oftmals nur kleine Unterschiede, die da dazwischen sind. Und der Unterschied, ein wesentlicher Unterschied, wo es ausmacht, ist oftmals die Motivation. Wir spüren bei unseren Studierenden dieses Feu sacré, dieses Feuer. Und wir freuen uns, dass wir dieses Feuer in ihren Augen sehen und es nicht unter ihrem Hintern anzünden müssen, wie es sonst ja auch im Studium hin und wieder der Fall ist. Dieses Feuer ist ausschlaggebend für Höchstleistungen, und es freut mich, dass wir heute Abend diese Höchstleistungen prämieren dürfen. Sie als Anwesenden geben diesem Anlass und diesen Studierenden, diesen Bestleistungen heute Abend die Ehre, und ich freue mich sehr über Ihr zahlreiches und wohlwollendes Erscheinen heute Abend. Sie geben den jungen Studierenden auch mit ihren Praxisprojekten Bedeutung. Ein Dank also zum einen an Sie, werte Anwesenden, die den heutigen Abend zu einem wertvollen Abend machen. Ein Dank aber auch an die Studierenden, die heute Abend da sind. Sie werden nicht als Suppenhühner gekocht, Sie haben auch das Feuer wirklich in den Augen gehabt und es wirklich in Taten umsetzen können. Und ein Dank auch an die Dozierenden, die Coaches, die die Projekte begleitet haben. Auch Sie sind ein Teil dieses Feu sacré, dieses Feuers, wo so ausschlaggebend ist heute auch in unserer Wirtschaft. Ich wünsche Ihnen, uns allen heute einen spannenden, einen inspirierenden, auch einen fröhlichen Abend. Im ersten Teil mit der Prämierung, aber auch im Anschluss daran, im Aperitif, wo sicher viel Gelegenheit für den Austausch untereinander geben wird. Viel Spaß, einen schönen Abend und herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, es geht gleich weiter. Er saß bereits in der HSG jeweils in der ersten Reihe, beantwortete die Fragen des Professors schneller und kompetenter als all die wortgewaltigen Deutschen in der gleichen Bankreihe. Er war 11 Jahre CEO eines leistungsfähigen KMU, wie er selber sagt, welches er mergte. Er ist Stadtpräsident, er war Stadtpräsident von Rapperswil-Jona. Vor kurzem nun ist er in die Konzernleitung gewechselt und ist seit bald 6 Monaten Regierungsrat des Kantons St. Gallen.
Er ist Volkswirtschaftsdirektor und sitzt am Meta Young Leader Awards, wieder in der ersten Reihe. Aber diesmal hat er das Wort ganz allein. Hier ist Regierungsrat Benedikt Würz. Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Preisträgerinnen und Preisträger, lieber Peter, ich danke dir herzlich für die nette Einführung. Ich wusste gar nicht, dass ich ein so fleißiger Student war, aber immerhin, ich konnte es offensichtlich mit den Deutschen aufnehmen, Sebastian. Also, ich freue mich außerordentlich, Sie hier in der wunderschönen Tonhalle in St. Gallen begrüßen zu dürfen. Vor allem begrüße ich natürlich alle Preisträgerinnen und Preisträger. Es ist Ihr Abend heute. Sie haben Hervorragendes geleistet. Sie haben sich einer spannenden Herausforderung gestellt und Sie haben diese auch ausgezeichnet bestanden. So groß die Freude über Ihre Leistung ist, ich weiß, dass Sie sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Sie werden weitergehen. Die Schweiz braucht Persönlichkeiten, junge Nachwuchskräfte, die in der Wirtschaft und Gesellschaft Verantwortung übernehmen. Wer die Zukunft gestalten will, der setzt auf die Auseinandersetzung mit den Herausforderungen unserer Zeit. Wir brauchen die kreativen Köpfe, die bereit sind, neue Handlungsspielräume aufzustoßen. Wir brauchen die Persönlichkeiten, die Durchsetzungsvermögen und Ausdauer haben, um neue Chancen anzupacken und diese konsequent zu nutzen. Geschätzte Preisträgerinnen und Preisträger, wir brauchen Sie für die Bewältigung der großen Zukunftsfragen unseres Landes und unserer Welt. Ich bin stolz auf Sie. Sie haben Hervorragendes geleistet. Ich danke Ihnen für diesen Einsatz. Ich danke aber auch allen Unternehmen, die es möglich gemacht haben, mit Projektvergaben, mit Projektsponsoring, dass wir diese wunderbare Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Wirtschaft in der Ostschweiz auf dermaßen hohem Niveau pflegen dürfen. Ich glaube, das ist eine ganz tolle Win-Win-Situation. Die Studierenden bekommen echt den Praxisbezug mit und umgekehrt, ich habe das gerade am letzten Freitag von Herrn Brammertz wieder gehört, die Studierenden leisten einen hervorragenden Input mit ihren Projekten, auch in der konkreten Unternehmensführung, in der konkreten Unternehmenswelt. Ich freue mich außerordentlich, dass diese Zusammenarbeit in unserer Region, in der Ostschweiz, dermaßen gut klappt. Geschätzte Damen und Herren, wir dürfen heute feiern. Ich bin überzeugt, dass wir auf diesem Weg unseren Wirtschaftsstandort weiter stärken können. Und ich möchte allen Beteiligten, der Hochschule, den Studierenden und den Unternehmerinnen und Unternehmern ganz herzlich danken für Ihren Einsatz. Genießen Sie den heutigen Abend. Seien Sie herzlich willkommen hier in der Tonhalle. Und hier unsere bekannte Band des WTT Young Leader Awards, das Duo Divan. Bekannt auch aus Auftritten in Hirbruck, St. Gallen, Linz, Österreich, Berlin, Deutschland. Am Saxophon Profimusiker aus Altstetten, Musikschullehrer, Bandleader Peter Lenzin. Am Piano von Drogen, Profimusiker, Barpianist, BHSG-Dozent Urs Gür.